In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie das Ventilspiel, die Steuerzeit und den Vergaser vom Verbrennungsmotor Jonas richtig einstellen. Als erstes kümmern wir uns ums Ventilspiel. Wie Sie hier sehen, hat der Kipphebel sehr viel Spiel. Durch das Einschrauben der Einstellschraube kann das Spiel verringert werden. Es sollte so weit verringert werden, dass sich der Hebel noch leicht bewegt und ca. 1/10 Spiel zwischen der Schraube und dem Ventil bleibt. Wenn das Einlass- und Auslassventil dementsprechend eingestellt ist, können wir uns um die Steuerzeit kümmern. Wir haben zum besseren Verständnis den Bildschirm geteilt, zeigen Ihnen unten die Kurbelwelle und oben die Nockenwelle. Beginnen tun wir mit dem Einlassventil. Das Einlassventil sollte bereits 30 Grad vor OT beginnen zu öffnen. Auf dem oberen OT sollte es bereits komplett geöffnet sein. Durch ein Rütteln an den Ventilen können wir kontrollieren, ob das Ventil frei ist und sich der Kipphebel noch leicht bewegt. Wir befinden uns jetzt in der Ansaugphase. Wenn die Kurbelwelle den unteren Totpunkt erreicht, ist der Kipphebel wieder frei und das Einlassventil komplett geschlossen. Jetzt ist die Kompressionsphase. Auf dem oberen OT findet die Zündung statt. Bereits 20 bis 30 Grad vor dem unteren Totpunkt beginnt das Auslassventil sich zu öffnen und der Motor kann die verbrannten Gase ausstoßen. Das Auslassventil beginnt bereits vorm oberen Totpunkt sich zu schließen und ist direkt auf dem oberen Totpunkt komplett geschlossen und der Kipphebel frei. Wenn Ihr Motor so eingestellt ist, können wir uns um den Vergaser kümmern. Die Vergasernadel wird zuerst eine halbe Umdrehung rausgeschraubt. Das kann bei jedem Vergaser etwas anders sein und ist nur ein Richtwert. Hier sehen Sie die Einstellung unseres Fliehkraftreglers, mit der wir besonders niedrige Drehzahlen hinbekommen. Die Einstellung kann über die Schraube geändert werden. In der Einlaufphase Ihres Motors sollten Sie den Fliehkraftregler noch nicht mit anschließen. Das erleichtert die erste Inbetriebnahme. Kümmern wir uns nun um den Zündzeitpunkt. Bei dem Verbrennungsmotor Jonas hat sich eine Zündung direkt auf dem oberen OT bewährt. Automotoren oder andere Motoren zünden meist vor OT. Sie können den Zündzeitpunkt aber auch während des Betriebs variieren. Über den Hebel kann der Zündzeitpunkt verstellt werden. So eingestellt sollte die Inbetriebnahme Ihres Motors kein Problem mehr darstellen. Sollten Sie doch Probleme haben, schauen Sie auf unsere Website. Wir haben eine umfangreiche Dokumentation zum Bau und zur Inbetriebnahme des Motors.